In Teil 6 der Erdbebenbemessung im BIM-Workflow mit Sophistic und Revit schauen wir uns jetzt die Schubwandbemessung an. Wir sind also hier angekommen im Task, der auch Schubwandbemessung dann heißt. Ich öffne ihn und wir sehen drei Bereiche. Hier oben sehen wir eine Tabelle, wo alle Aussteifungs Wände inklusive der Gebäudekerne aufgeführt sind. Man sieht das hier, also diejenigen Wände, die von mir keine Bezeichnung bekommen haben, das sind also die Ausstattungswände, die nicht Bestandteil eines Kernes sind. Dann haben wir hier den Viewer, der, wie man sieht, immer die Wand, die ich hier links in der Tabelle ausgewählt habe, dann grafisch hervorhebt. Das ist natürlich sehr praktisch. Und dann haben wir hier unten die Lastfalltabelle. Hier werden also nur solche Lastfälle der Kombination GZT Grundkombination und GZT Erdbeben angezeigt, die überhaupt Ergebnisse für Bemessungselemente aufweisen. Und das ist ja so, dass wir für jede Aussteifungswand, für jeden Kern Bemessungselemente gebildet hatten. Das war ja Teil 2 unserer Videoserie für die Aussteifungswände und Teil 3 die Definition der Aussteifungskerne. Außerdem sind hier defaultmäßig nur diejenigen Lastfälle ausgewählt, die Normalkräfte, Schubkräfte und Biegemomente enthalten. Alle anderen Ergebnisse sind ja für diese Bemessung, wie wir sie hier durchführen wollen, irrelevant. Das sehen wir auch gleich nochmal, wenn wir uns angucken, wie die Bemessung überhaupt durchgeführt wird. Ja, es bietet sich an, hier sehr strukturiert vorzugehen und sich, also würde ich zumindest vorschlagen, immer nur Wandpakete anzusehen, einfach um einen besseren Überblick zu behalten. Also entweder man orientiert sich hier an den Kernen beispielsweise, dass man sich die Kerne nacheinander anschaut. Oder man kann sich auch hier sehr schön an den Achsbezeichnungen orientieren. Ja, das wird dann sortiert, wenn man darauf klickt. Ich will jetzt einfach mal vielleicht erst mir die Ausschreibungswände anschauen, die keinem Kern angehören. Und dafür kann ich hier oben filtern. Ich sage mal Gebäudekern. Jetzt werden nur die angezeigt, die überhaupt den Begriff Gebäudekern beinhalten. Dann sage ich hier rechte Maustaste und kann alle deaktivieren. Ja, und wenn ich jetzt wieder den Filter rausnehme und hier scrolle, dann sehen wir also, dass alle Gebäudekerne ausgeschaltet sind und nur noch die Wände aktiv sind, die keinem Kern angehören. Und dann kann ich hier über diese Wandbezeichnung, also über die Achsen nochmal filtern und sehe dann eben alle Wände, zum Beispiel hier die von Achse B nach G 12 laufen. Genau, so, wenn ich jetzt hier auswähle, sieht man auch entsprechend hier die Wand. Jetzt können wir ja nochmal ins Revit rübergehen. Und das wäre ja jetzt zum Beispiel, wenn wir zoomen hier, also B nach G12, also ist hier diese Außenwand, die wir uns da zum Beispiel jetzt gerade anschauen. Gut, gehen wir einen Kartenreiter weiter auf Bemessung und ja, sortieren hier auch mal entsprechend. Dann sehen wir also auch hier wieder jetzt die Wände, die wir also im ersten Schritt mal bemessen wollen. Und wie gesagt, also jede Wand hat ja ein zugehöriges Bemessungselement, in dem dann eben die aufintegrierten Schnittkräfte gespeichert sind. Und die Bemessung, die hier durchgeführt wird, die ist einfach ganz klassisch über Zug- und Druckkräfte. Ja, das heißt also, das Biegemoment der Wand wird in Kräftepaar umgerechnet und dann dieses mit den ja, mit der Normalkraft natürlich vorzeichengerecht aufaddiert, sodass wir also hier dann Zug- und Druckzonen haben.
Und der Hebelarm dieses Kräftepaars hängt jetzt natürlich davon ab, wie lang denn diese Zug- und Druckzonen definiert werden. Ja, schauen wir uns das mal hier genauer an. Was steht da in der Tabelle? Also, wir sind zum Beispiel hier auf Ebene 01. Wir sehen die Wand-ID. Dann haben wir hier die Achsbezeichnung BG12. Wir sehen die Höhe, also von 5 Meter bis 8 Meter Höhe verläuft diese Wand. Sie hat eine Breite von 15 Metern, Höhe von 3 Metern, Dicke von 30 Zentimetern. Und dann sehen wir jetzt hier die Randzonen. Also Randzone A, also wäre jetzt hier mal Zug beispielsweise, und B ist die Druckzone definiert. Und hier steht jetzt 2% bis 50%. Das heißt, die minimale Zonenlänge wird vom Programm auf die Wanddicke in Prozent umgerechnet und auf volle Integerzahlen gerundet. Also hier hätten wir jetzt zum Beispiel ja 0,3 geteilt durch 15, das ist genau 2%. Und die maximale Randzonenlänge kann natürlich maximal die Hälfte der Wand sein. Deswegen steht hier, also die Hälfte der Länge der Wand, deswegen steht hier 50%. Ja, einmal zurück ins Revit, dann sieht man natürlich, dass diese 50% auch nur maximal dann angesetzt werden können, wenn keine Öffnungen in den Wänden sind. Hier oben hingegen haben wir ja Öffnungen in den Wänden auf allen vier Seiten oder auf allen zwei Seiten, in allen vier Ecken. Wenn wir da mal in den Grundriss gucken, ja, dann sehen wir hier, das sind eben genau diese vier Eckwände. Und wenn wir hier mal zoomen, da sehen wir, das ist also Achse B 10 bis 12. Ich habe es mal bemaßt. Da sehen wir eben 6,15 Meter Länge, die 30er Wand. Und hier können wir eben keine 50% einstellen, weil diese Eckzone jetzt hier eben nur maximal 90 Zentimeter beträgt. Ja. Gut, gehen wir wieder zurück. Ich habe es hier mal eingeblendet, also 6,15 Meter. Wir sehen hier die Ebenen. Und wir sehen Achse B 10, 12, also Ebene 1 bis 6. Und hier oben sehen wir auch nochmal die Vorschau der gleichen Wand. So, und hier haben wir jetzt bei der Randzone A erstmal 5% stehen. Das sind natürlich jetzt die 0,3 durch 6,15 aufgerundet, also 0,3. 049 aufgerundet sind 5%. Und hier bei der Randzone dürfen keine 50% stehen, sondern wir haben 0,9 geteilt durch 6,15 ist gleich 0,146 aufgerundet, wiederum auf volle Integerzahl 15%. So, die habe ich also hier einzutragen. Dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal für die sechs Geschosse. Und das gleiche kopiere ich jetzt einfach rüber für die Randzone B Max an dieser Stelle. So, und das muss man natürlich dann für alle vier Ecken machen. Und denken Sie bitte daran, dass dieses vereinfachte Rechenverfahren mit Druck- und Zugzone nur dann zulässig ist, wenn die Kräfte die Wege überhaupt gehen können. Ja, also bei sehr großen Öffnungen oder nur, sagen wir mal, geringen Höhen ober- bzw. unterhalb der Öffnung kann das nicht funktionieren. Ja, dann dürfen Sie dieses Verfahren hier nicht anwenden. Dann haben wir hier oben noch die Eingabe für den maximalen Bewährungsgrad für die Zug- und Druckzonen. Das ist hier entsprechend schon eingestellt, könnten Sie auch editieren. Wir haben Geometrie, wir haben Lasten, wir haben den maximalen Bewährungsgrad. Damit findet die Berechnung jetzt iterativ statt, so lange bis ein Gleichgewicht erreicht wird, sofern es denn erreichbar ist. Ja, werfen wir noch einen Blick auf den Kartenreiter Ausgabe. Hier können wir wieder eben einstellen, wie viel Ausgabe wir erzeugen wollen. Ist ganz interessant. Hier kann man also für Lasten, Lastfälle, Lastkombinationen einstellen, dass nur die maßgebenden Ergebnisse angezeigt werden.
Und das reduziert den Ausdruck natürlich schon immens. Wenn ich jetzt das hier einmal rechnen lasse, und dann können wir uns das Ergebnisprotokoll anschauen. Ich habe übrigens jetzt auch die Häkchen gesetzt, dass eben die Gebäudekernwände bemessen werden sollen und nicht nur die Wände, die nicht zu Kernen gehören. Dann sehen wir hier das Protokoll, das Ausgabeprotokoll. Das ist sehr übersichtlich, weil wir das eben so eingestellt haben. Und wir sehen jeweils einen Abschnitt für die Gebäudekerne 1, 2, 3 und hier unten dann einen Abschnitt für die restlichen Wände, die keinem Kern zugehörig sind. Wenn wir hier mal auf Gebäudekern 3 gehen, sehen wir als erstes Material. Hier muss gesagt werden, dass innerhalb eines Kerns nur jeweils ein Material benutzt wird. Wenn also verschiedene Wandmaterialien innerhalb eines Kerns vorhanden sein sollten, werden die ignoriert. Dann sehen wir hier nochmal die Grafik der Druck- und Zugzone. Wir bekommen eine Information über die Wand-IDs, nochmal die Abmessungen der Wand, dann hier eben die maßgebenden Kombinationen jetzt von den 20 Untersuchten tauchen hier nur die maßgebenden auf. Dann sehen wir die entsprechenden Schnittkräfte, Bemessungsschnittkräfte und nach dieser Druckzugmethode eben ermittelten AS-Werte. Jetzt mal hier für die Druck- und Zugzonen dementsprechend AS in Quadratzentimeter. Wir sehen anhand jetzt dieser Fußnote 2 und 1, ob es sich um Zug oder Druck handelt. Und genauso dann im Anschluss hier die Schubbemessung mit Ergebnis dann Quadratzentimeter pro Meter. Also das für die einzelnen Kerne und dann hier unten auch für die Wände. So viel zu der Bemessung der Schubwände. Im nächsten Video dann die Kapazitätsbemessung der Gebäudekerne.